Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute soll es wieder um den Civic gehen, beziehungsweise wieder eine Quatschrunde über den Civic. Ganz einfach mit den Ideen, die ich für das Auto habe. Ja, also wie ihr seht, bin ich im Keller, da wo die Honda-Teile liegen. Also zumindest das, was ich noch so auf Halde habe. Darüber möchte ich zunächst sprechen, bevor ich euch dann mit nach oben nehme und wir einmal so besprechen, was ich denn im Generellen mir vorstelle bzw. vorhabe. Das heißt also, wir werden heute nicht zum Auto gehen, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn ich euch am Auto irgendwas zeige, wenn ich es doch sowieso nicht habe. Und ja, deswegen sprechen wir heute nur darüber, was ich denn für die Zukunft plane. Zunächst einmal seht ihr super, super viele Teile. Einmal hier und einmal hier. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen durchmanövrieren. Also, als erstes haben wir hier natürlich verschiedene Buchsen, die jetzt ins Auto kommen sollen. Das sind einmal hinten für die Achsschenkel, ja, also für den Bremsenumbau. Da haben wir hier Achsschenkel Nummer 1. Auf der anderen Seite des Kellers liegt Nummer 2. Der ist nämlich schon ein bisschen auseinandergebaut. Dann haben wir hier entsprechende Bremsleitungen dazu. Dann die ABS-Sensoren und hier, das kennt ihr aus dem allerersten GarageAid-Video, und zwar ist das der Bremskraftverteiler. Heißt also, das kommt damit auf jeden Fall rein. Dann als nächstes haben wir die kleinen Buchsen hier. Und zwar sind die fürs Schaltgestänge, das wir hier haben. Das ist nagelneu und OM Honda. Das kommt demnächst auch rein. Allerdings zuerst ohne Shortshifter. Also die Buchsen kommen auf jeden Fall schon direkt mit rein. Ich habe auch lange überlegt, ob ich direkt einen Shortshifter mit reinpacke. Und ein Shortshifter wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß noch nur nicht genau wann. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geblendet vom Licht so extrem hier in der Kamera. Ich weiß auf jeden Fall nur noch nicht wann. Das Problem ist nämlich einfach, ich möchte zuerst dieses Schaltgestänge drin haben und dann hinterher auf den Shortshifter wechseln. Ganz einfach, damit ich natürlich den Unterschied direkt bemerke, anstatt wenn ich alles fertig mache und dann ja den Unterschied eigentlich gar nicht so genau festhalten kann. Deswegen machen wir das Step by Step. Aber wie gesagt, das Schaltgestänge kommt direkt dann mit den Energy Suspension Bushings rein. Ja, also dann macht euch mal keine Sorgen, das kommt dann direkt alles komplett. Aber der Shortshifter dann eben später. Dann haben wir hier ein sehr, sehr kleines Teil. Und zwar eine magnetische Ölablassschraube. Ist natürlich jetzt eher ein kosmetisches Teil, wobei es natürlich auch was bringen soll. Ist jetzt für die Ölwanne, kommt auch vielleicht noch fürs Getriebe. Dann als nächstes haben wir hier die Energy Suspension Buchsen für die Lenkung. Das ist auch ein Teil, was ich gerne haben möchte. Ganz einfach, weil ich das Fahrverhalten des Autos möglichst gut hinkriegen möchte. Also man merkt bei dem Civic, gerade wenn die so wie meine jetzt über 200.000 Kilometer gelaufen haben, dass die Lenkung schon irgendwie ein bisschen schwammig ist, ein bisschen Spiel hat. Das heißt, ich hoffe, dass ich damit gut entgegenkomme und dass das natürlich auch sich bemerkbar macht, gerade beim Fahren sehr deutlich. Gerade jetzt, wo er tiefer gelegt ist, hinten die härteren Querlenker drin hat, hoffe ich natürlich, dass ich damit dann quasi noch so dieses kleine Sahnehäubchen oben drauf packen kann an der Fahrbarkeit des Autos bzw. am Handling des Autos, weil ich fahre nicht viel damit, also wirklich nicht viel, meistens nur auf Treffen oder auf Landstraße. Dann möchte ich natürlich auch entsprechenden Spaß haben und da wäre sowas vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir hier die Ansaugbrücke, in diesem Fall vom D16 Z6 ohne neue Drosselklappe. Also die habe ich zwar auch hier liegen, aber das ist angeblich die gleiche wie beim D14. Heißt also, die bleibt uns dann erhalten. Und das kommt auf jeden Fall damit rein, weil dann kann auch dieses schöne Stück hier montiert werden. Und zwar ist das eine EK4 Domstrebe, die noch eingepackt ist. Das heißt, die kommt dann mit rein. Und damit der Umbau von der Ansaugbrücke komplett ist, kommt natürlich eine EK4 Airbox mit rein. Die habe ich damals sehr, sehr günstig gekriegt, deswegen ist es keine Integra Airbox. Hätte ich das Teil noch nicht gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich eine vom Integra gekauft. Ich habe auch hier noch den Ansaugschlauch, also keine Sorge, weil der jetzt hier nicht auf dem Bild ist. Habe ich noch und das kommt damit rein, muss nur sauber gemacht werden. Und da beim
Ansaugbrücken-Swap, sowieso das Kühlwasser abgelassen werden muss. Kommen auch noch hier die neuen Kühlerschläuche mit rein. Die sind jetzt in diesem Fall von Mishimoto. Ja, die sind deutlich dicker und halten auch mehr Druck aus als OEM. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob die sich bemerkbar machen. Dann haben wir hier einmal für die Ansaugbrücke noch eine neue Dichtung. Das ist jetzt eine Hitzeschutzdichtung in diesem Fall, damit die Ansaugbrücke nicht irgendwo Heißluft vom Motor zieht. Dafür soll die da sein. Ich bin mal gespannt, ob das auch so der Fall sein wird. Im Zweifel werde ich das wahrscheinlich eh nicht merken, weil ich die Temperatur im Motorraum schlecht messen kann, beziehungsweise wahrscheinlich nicht messen werde. Heißt also, ich muss mich dann darauf verlassen, dass es auch wirklich so ist. Aber schaden kann es nicht. Die Dichtung hat auch nicht so viel gekostet. Also eine Original-Honda-Dichtung ist jetzt nicht wesentlich günstiger, finde ich. Also ich habe damals, glaube ich, für die Dichtung 40 Euro bezahlt. Ist also vollkommen in Ordnung. Dafür, dass es ja sowieso eigentlich nur einmal gemacht wird. Dann haben wir hier noch ein Teil, was zwar ein bisschen schäbig aussieht, mir allerdings egal ist, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und zwar ist das eine neue gebrauchte Kennzeichenhalterung. Wer in meinen Videos genau aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich hier auf der Seite und hier vorne jeweils eine Schraube drin habe vom Vorbesitzer. Warum, weshalb, ich weiß es nicht. Jedenfalls muss das auf jeden Fall ausgetauscht werden. Das machen wir auch demnächst. Und die wird dann irgendwann auch in B90P lackiert. Aber über das, was lackiert werden soll, spreche ich dann in einem späteren Teil des Videos mit euch. Ja. Erstmal soll es ja nur um die Teile gehen, die ich noch im Keller liegen habe. Und dann machen wir direkt hier weiter. Das ist die EK4 Innenverkleidung, also die Verkleidung für die jeweiligen Säulen. Wir haben hier einmal das Teil und da hinten haben wir noch einen Teil von. Die kommen bald rein, also wirklich sehr bald. Wahrscheinlich Anfang April. Ich warte noch auf Alcantara-Stoff, beziehungsweise auf Fake-Alcantara für den Dachhimmel, weil dieser komische beige Dachhimmel soll rausfliegen. Dann soll schwarze Alcantara mit den entsprechenden Verkleidungen dran. Das sind dann auch schon alle Teile, die ich hier im Keller habe. Ich weiß, es ist eine, ja, vielleicht doch schon so eine kleine Ansammlung an Teilen, die immer noch nicht eingebaut sind. Warum, weshalb, das ist einfach zu erklären. Und zwar hatte ich vorher die Möglichkeit gar nicht zu schrauben, weil ich nur eine Garage hatte, die, naja, da passte gerade mal das Auto rein. Und das Problem war einfach, dass die nicht ebenerdig war, ich das Auto nicht wirklich aufbocken konnte, ohne dass ich Gefahr laufen musste, dass es irgendwie irgendwo runterrutscht. Weil halt auch der Boden der Garage komplett krumm und schief war. Und naja, gut, jetzt habe ich die Möglichkeit. Heißt also, jetzt müssen wir nach und nach ein bisschen Gas geben. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich oben wieder und dann quatschen wir mal über den Rest. Da sind wir auch schon wieder oben und jetzt quatschen wir mal über die Teile, die ich noch nicht habe, aber fest eingeplant sind. Fangen wir mal hinten an. Also die Lippe habe ich schon, die habe ich euch zwar jetzt nicht gezeigt, aber die kommt noch dran. Aber was ich auch noch gerne hinten haben möchte, ist, dass dieser blöde Scheibenwischer endlich wegkommt. Heißt also, der kommt demnächst raus, das wird dann höchstwahrscheinlich zugeschweißt. Ich weiß, dafür gibt es Blindstopfen, sowohl von Passport JDM als auch von Honda selbst. Gefällt mir allerdings von der Optik nicht. Ich möchte das, wenn dann, komplett zu haben wie beim EK9. Könnt ihr euch ja im Netz gerne anschauen, wie das aussieht. Und damit das Ganze natürlich auch im Innenraum so weitergeht, kommt dann entsprechend ein EJ6 Lenkstock. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er kommt, aber es wäre geplant. Also egal, was ich jetzt hier sage, nagelt mich nicht drauf fest. Also nicht, dass ihr in einem halben Jahr sagt, aber Andreas, du hast das geplant. Pläne können sich jederzeit ändern, aber zu diesem Zeitpunkt erzähle ich euch, was mit diesem Auto überhaupt geplant ist. Dann geht es natürlich an den Seiten und ja, wobei, das geht auch eigentlich hinten weiter. Und zwar Teile lackieren, die Kennzeichenmulde an den Seiten, die Seitenzierleisten, die Spiegel. Ja, und vorne der Grill, vorne die Lippe. Hinten ist die ja schon in B90P. Also das sind so die Teile, die so im Groben erstmal lackiert werden sollen. Wenn mir zwischendurch noch was auffällt, was mir nicht gefällt und was neu gemacht werden muss oder soll, dann kommt das auf jeden Fall auch. Dann haben wir natürlich noch die Endkeis. Die habt ihr ja auf dem Foto schon gesehen, dass sie ja lange Zeit
Profilbild des Kanals war. Ansonsten schneide ich das jetzt nochmal hier rein. Das sind die NKs, die ich gekauft habe. Die fahre ich jetzt diese Saison noch nicht. Das liegt daran, dass ich noch keine Sommerreifen dafür habe und dass zwei Felgen noch leichte Bordsteinschäden haben. Das muss alles also erstmal gemacht werden. Das heißt, die kommen frühestens Mitte der Saison drauf. Ganz einfach, weil das natürlich geldtechnisch auch noch mal so eine Sache ist, das alles fertig zu machen. Dann habe ich mir auch lange überlegt, ob ich die rot mache. Ja, einfach um diese roten Felgen durchzuziehen. Ich werde das mit Sprühfolie ausprobieren, einfach nur um zu schauen, wie es aussieht. Wenn es mir gefällt, bleibt es so. Wenn nicht, kommt die Folie natürlich wieder runter. Aber ich bin echt gespannt, also ich habe das auch vorher noch nicht in Rot gesehen, deswegen, beziehungsweise ich habe sie mal in Candy Rot gesehen, aber das ist natürlich was anderes als das, was wir jetzt auf dem Civic fahren. Also von daher mal schauen, wie es aussehen wird und wie es wirkt. Dann machen wir weiter an der Seite des Fahrzeugs. Ja, da soll eigentlich gar nicht mehr so viel passieren, also vielleicht noch original Windabweiser. Und was ich gern hätte, aber das betrifft vielleicht mehr den Innenraum, ist, dass die Spiegel elektrisch einklappbar sind. Also die gibt es in Japan, also für den Rechtslenker. Aktuell sind meine beheizt. Das brauche ich ja nicht mehr, weil ich den ja nicht mehr im Winter fahre. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Ganz einfach, weil das natürlich finanziell auch ein riesiger Aufwand ist, nur damit die anklappbar sind. Weil wer sich mit den Teilepreisen ungefähr auskennt, weiß, dass die Spiegel alleine 180 Euro kosten. Und dann muss ich den ganzen Quatsch ja noch umbauen, weil die Linkslenkerspiegel und die Rechtslenkerspiegel anders sind. Dann geht es vorne am Auto weiter. Ja, wie gesagt, da wird eigentlich nur noch viel lackiert. Also ich bin damit eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie er vorne aussieht. Aber man weiß ja nie, was noch so passiert. Also eigentlich wollte ich noch einen US-Facelift-Grill haben mit einer Strebe und dem kleinen Emblem. Ich weiß noch nicht, ob er kommt, denn der, den wir dran haben, gefällt mir ganz gut und ich bin mal gespannt, wie er aussieht, wenn er neu lackiert ist. Wenn er mir dann nicht gefällt, fliegt er raus und kommt ein neuer rein. Aber das wird sich dann erst zeigen, wenn es dann soweit ist. Thema Performance, da werden jetzt natürlich einige sagen, verkauf die Karre und kauf dir was anderes. Aber auch einige werden mir zustimmen, also es geht nicht darum, generell bei dem Projekt, ob sich das finanziell lohnt. Sondern das ist mein erstes Auto und ich möchte daran rumbasteln und Spaß haben. Und gucken, was dann irgendwie mal mit dem Auto passiert in ein paar Jahren. Jedenfalls, performancetechnisch habe ich mir ganz am Anfang mal gedacht, weißt du was, machst du Mini-Mi-Swap, ja, vielleicht einen kleinen Turbo drauf und gib ihm, fährst das Ding, bis es kaputt geht. Dann habe ich lange Zeit überlegt, ja, K20-Umbau wäre schon cool, weil mittlerweile sind die Motoren echt erschwinglich geworden, also wirklich günstig geworden. Das Problem ist einfach nur, dass das ganze Umbau-Kit und der Einbau etc., bricht mir halt das Genick. Also das heißt, K20 ist dann auch schon relativ schnell wieder raus gewesen. Dann habe ich mich für einen H22 lange Zeit interessiert, also aus dem Accord Type R mit 212 PS so um den Dreh. Ist jetzt allerdings auch vom Tisch endgültig, nicht weil ich das nicht gerne machen würde. Ich möchte es immer noch sehr, sehr gerne machen. Bloß das Problem ist, die Umbaukosten sind natürlich auch enorm. Weil das ist leider kein Plug-and-Play-Motor, sondern man muss sich entscheiden, möchte man einen H22 fahren mit einem Originalgetriebe, also vom Accord Type R in dem Fall, oder möchte man einen H2B-Swap machen, also einen H-Motor mit einem B-Getriebe. Letzteres wäre meine Option gewesen, weil es einfach einfacher vom Einbau ist, ja, und weil man natürlich mehr Getriebeauswahl hat. Das Problem ist allerdings, ich müsste alleine für die Adapterplatte des Getriebes 1000 Euro auf den Tisch legen. Habe ich nicht so Lust gehabt und deswegen war das auch ganz schnell vom Tisch, weil mich würde das Ganze mit Motor und allem drum und dran locker um die 3.000, 4.000 Euro kosten. Und das ist einfach fernab jeglicher Realität dessen, was ich aktuell mit den finanziellen Möglichkeiten stemmen kann. Deswegen ist es dann nach langer, langer Überlegung ein B-Motor gewesen, ich weiß, also wird es ein B-Motor, definitiv. Ich weiß aber noch nicht wann und welcher. Momentan schwanke ich zwischen B16A2 mit EK4 Facelift Motorkabelbaum und Steuergerät und ein B18C4 aus dem MB6 bzw. MC2 Civic. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber so in die Richtung wird sich das bewegen. Der Motor bzw. das Fahrzeug muss entsprechend dann runtergeschlüsselt werden auf Euro 2. Das geht bei meinem noch. Das geht bis
Ende 2000, also bis Monat 12 2000, geht das noch mit der Runterschlüsselung. Das heißt, die E9 Facelift-Fahrer von Baujahr 2001, die haben als einzige Möglichkeit, günstig zu swappen, einfach nur noch diesen D16. Y8, das war auch lange Zeit meine Überlegung. Das Problem ist, die D16 Y8 sind mittlerweile immens teuer geworden, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut out of range ist. Das lohnt sich absolut nicht mehr. Und deswegen war das lange Zeit dann auch wieder tabu, das Thema. Und das bleibt auch tabu. Also es wird definitiv ein B-Motor, ja, mit mindestens 160 PS. Zum Thema Innenraum. Also ich habe lange überlegt, was ich da mache. Also zunächst einmal möchte ich ein neues Lenkrad haben. Ja. Und zwar am besten das aus dem EP3 oder aus dem DC5 oder sowas in der Richtung. Das habt ihr ja schon mal im Fiat 126 Video gesehen. Also wer das noch nicht gesehen hat, da seht ihr ungefähr, welches Lenkrad ich haben möchte. Allerdings passt mir da der Preis noch nicht so ganz, weil ich das natürlich dann auch neu machen möchte. Das heißt, neu beledern, ein bisschen dicker machen lassen, vielleicht unten abflachen lassen, einfach die Optik so ein bisschen verändern. Dann möchte ich irgendwann einen Doppeldin haben. Das heißt, dass wir ein großes Radio fahren können. Ich habe auch schon mehrere Angebote auf dem Tisch gehabt für einen Doppel-DIN-Umbau. Das Problem ist, das war für mich damals nicht finanziell zu machen, weil, also nicht, dass ich das nicht hätte kaufen können, hätte ich, aber das Problem ist, dann hätte ich mir auch direkt gerne ein neues Radio gekauft, einfach für die Gesamtoptik, und das wäre in diesem Umfang dann doch nicht drin gewesen. Aber wenn ich irgendwann mal einen finde, einen Doppel-DIN-Umbau, der bezahlbar ist wieder und ich die Möglichkeit habe, das auch direkt zu kaufen, dann wird das passieren. Zum Thema Sitze habe ich auch lange überlegt, die Original Recaros reinzuschmeißen, also aus dem DC2 bzw. EK9. Vielleicht werden es auch weiterhin Recaros bleiben, also ich habe auch lange mit den Sparco, glaube ich, R150 sind das, geliebäugelt. Die werden allerdings wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt auf meiner To-Do-Liste stehen, sondern eher Recaro Speed, dann aber wahrscheinlich aus dem Evo, ganz einfach, weil die deutlich günstiger sind als die Original-Honda-Geschichten. Und ja, ich meine, im Endeffekt werden die wahrscheinlich sowieso dann neu gesattelt, von daher ist das auch gar kein Problem. Ja, dann kommen entsprechend in der Farbe die Türtafeln neu und vielleicht auch noch so andere kleine Akzente. Wie gesagt, das Dach wird in Schwarz bezogen mit Alcantara bzw. der Dachhimmel. Zum Dachhimmel, da kommen auf jeden Fall noch neue Sonnenblenden dazu, und zwar die aus den US-Fahrzeugen, weil die haben diese Plastikklappen vor den Spiegeln, und das gefällt mir einfach von der Optik deutlich besser. Das ist ein bisschen cleaner, wenn man die runter macht, dann sieht das ein bisschen sauberer aus. Das sind aber nur so Kleinigkeiten, die ich haben möchte und die mal so zwischendurch irgendwann mit Sicherheit kommen. Genauso wie Hochtöner, die sind auch geplant. Das allerdings alles nach und nach. Ich weiß auch noch nicht, ob ich vielleicht auf komplett schwarzen Innenraum aus dem EK4 umbaue. Das wäre dann der Fall, wenn ich günstig ein Armaturenbrett kriege, günstig eine Mittelkonsole und. Das wäre dann aber allerdings weiter unten auf der Liste, ganz einfach, weil es momentan keine Priorität hat, weil das dunkle Grau ist schon in Ordnung. Zumal ich dann wirklich auch Türtafeln kaufen müsste, komplett hintere Verkleidung, also heißt von den Rücksitzen bis in den Kofferraum rein, das große Stück. Rücksitze, ja, habe ich lange überlegt, DC2 Rückbank reinzubauen. Ist auch nach wie vor ein heißer Kandidat auf jeden Fall für die Rücksitze. Andernfalls, und das ist der heißere Kandidat, eine EK9 Facelift Rückbank. Das wäre die ideale Lösung. Da müsste ich schauen, ob ich vielleicht mal in England eine finde für einen günstigen Kurs. Also es gibt hier und da mal welche, die für 100, 120, 150 Euro angeboten werden. Da würde ich dann auf jeden Fall zuschlagen, wenn ich sowas nochmal finde. Müsste ich dann aber natürlich auch mit dem Fahrzeug da sein, sodass man das ohne Probleme transportieren könnte. Wäre aber auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Dann hatten wir ja nochmal angesprochen, vorhin im Keller, das Thema Shortshifter. Da wird auch was kommen, zusammen mit einem neuen Schaltknopf. Ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, We Are Likewise ist so mein Favorit. Die haben einen Schaltknopf, der schimpft sich Thick Boy, mit knapp 500 Gramm Gewicht, und der sieht auch ganz gut aus. Die haben zwar auch andere verschiedene schöne Schaltknäufe, allerdings nichts, was mich so optisch richtig antört.
Und ich habe auch lange überlegt, ob ich einen roten Schaltknopf haben möchte. Davon habe ich mich jetzt erstmal verabschiedet. Nicht zuletzt, weil We Are Likewise die meistens nur als Limited Edition rausbringt und mir andere Schaltknöpfe jetzt nicht unbedingt so gut gefallen wie jetzt die. Schalzer kommt dann auch ein neuer, wie gesagt, also das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, ich weiß noch nicht, ob aus Leder, ob aus Alcantara oder vielleicht auch eine ganz andere Sache, weil ich habe schon was gefunden, was mir generell für den Innenraum ganz gut gefällt, an Kombination von Schaltsack, Türtafeln und das wäre natürlich die Anfrage, die ich dann an die Firma stellen müsste, dass man mir den Stoff für die Mittelarmlehne auch neu macht. Da möchte ich allerdings noch nichts versprechen, weil ich da noch nicht so ganz festgelegt bin, weil ich erstmal abwarten möchte, wie das denn jetzt aussieht, wenn der Dachhimmel fertig ist, wo ich dann farbtechnisch hingehe. Soll auf jeden Fall was Rotes in den Innenraum kommen, das möchte ich auf jeden Fall, ganz einfach, weil sich das von außen dann nach innen ziehen soll, farbtechnisch. Und auf jeden Fall kommt da was in der Richtung Rot. Es kommen keine Hosenträgergurte, also sowas kommt nicht. Vielmehr möchte ich die Originalgurte in Rot haben. Also quasi, ja, also möchte ich die Gurte, die drin sind, in Rot haben, zusammen mit diesem Gurthelfer, den man in Japan kaufen konnte. Den gibt es auch im Netz zu kaufen noch neu für einen bezahlbaren Kurs. Also sowas kommt auf jeden Fall, weil das Auto, und ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, ein Auto zu tunen, aber das Auto soll halt, wenn ich es fahre, dann irgendwie noch alltagsgerecht sein. Und ich möchte, dass immer noch die Rückbank drin bleibt und immer noch die Möglichkeit habe, ein vollwertiges Auto jeden Tag zu fahren oder wenn ich es fahre, zu fahren. Und nicht irgendwas, was jetzt halb leer geräumt ist. Ja, natürlich werden einige Sachen rausfliegen, also so Thermatten und sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich fahre es jetzt nicht als Daily und das stört mich mehr oder weniger was an Geräuschen jetzt auch nicht unbedingt, sondern es geht halt für mich ganz einfach darum, dass der Innenraum komplett bleibt nach Möglichkeit. Ja, dann muss ich noch mal überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Felgen, ja, Felgen. Also ich habe ja jetzt die Enkeis im Keller bzw. in der Garage stehen. Also man hat sie vielleicht das ein oder andere Mal im Video schon gesehen. Das ist nicht meine primäre Felgenwahl gewesen. Also ich wollte eigentlich Japan Racing JR3 haben. Die kommen auch irgendwann, die roten. Allerdings weiß ich noch nicht wann, weil ich glaube, das ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, als es mir eigentlich lieb ist. Das heißt also, da muss ich gucken, dass wirklich alles dann stimmt und dass das finanziell auch stimmt, weil das ist eine Einzelabnahme. Dann muss ich wahrscheinlich die Kotflügel ziehen lassen und und. Es ist also deutlich mehr Aufwand, als mir aktuell lieb ist. Deswegen sind es die Enkei Yamato geworden. Und ja, die sieht man ja dann hoffentlich auch bald auf dem Auto. Zu dem Zeitrahmen, in dem das Ganze passieren soll. Also nagelt mich nicht darauf fest, dass das alles, was ich euch gerade gesagt habe, 2019 passiert. It's not gonna happen. Und zwar absolut nicht. Ja? Also ich habe finanziell nicht die Möglichkeit, jetzt alles auf einmal zu machen. Sondern es wird über 2019, 2020, vielleicht 2021 passieren. Je nachdem, was ich dann finanziell für einen Spielraum habe. Aber da müssen wir mal schauen. Ich hoffe, das Video ist jetzt auch nicht allzu lang. Ich möchte auch jetzt gar nicht viel mehr quatschen. Also das ist so im Groben die Richtung, wo dieses Auto hingehen soll. Ja? Falls sich irgendwelche gravierenden Änderungen ergeben sollten, werdet ihr das erfahren. Wahrscheinlich dann, wenn ich das Teil einbaue, was vielleicht eigentlich ursprünglich nicht geplant war. Bis dahin, supportet fleißig, ja, smash the Like-Button und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt jetzt hier unten, ich weiß gar nicht, ob auf der Seite oder auf der Seite, ist jetzt so ein kleines Logo von uns, ja, oder beziehungsweise von mir. Und da könnt ihr draufklicken und dann seid ihr direkt Abonnenten des Kanals. Das heißt, für die Leute, und ich habe gesehen, es gucken sehr, sehr viele zu, die nicht abonniert haben. Ihr Schlingel, ja. Klickt da unten drauf. Ja, da könnt ihr einfach draufklicken. Wie gesagt, gerne teilen, gerne kommentieren und, und. Ihr wisst, darüber würde ich mich sehr freuen. Und falls jetzt jemand fragt, ob er mich irgendwie anders supporten soll, um das Projekt voranzutreiben, sei es finanziell oder ähnliches, bitte nicht. Ja, also es soll auch kein Gebettel sein von wegen, jetzt schickt mir doch bitte Geld. Nein, teilt einfach die Videos fleißig. Ja, guckt, dass wir Abonnenten kriegen, guckt, dass wir Views kriegen. Ja, denn da könnt ihr mindestens genauso viel machen wie ich.
Und dann wird sich das auch schon demnächst zeigen und dann wird das auch alles ganz, ganz anders laufen, hoffentlich bald auf dem Kanal. Ja, bis dahin, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.